Hannes 13 behauptet, ich erkenne mit verbundenen Augen 80 Kürbissorten aus der ganzen Welt. Und das besser als Fernsehkoch und Food-Experte Sebastian Lege. Der Name des jeweiligen Kürbis muss korrekt genannt werden, denn dafür gibt es einen Punkt. Wer mehr Punkte erspielt, gewinnt das Duell. Klein gegen groß. Auf los geht's. Los! So, Hannes setzt die Brille auf. Und fangen wir mit sowas an. Sag mal so, wir starten mit einer leichten Aufgabe. So, Hannes, du kannst. Hannes, leg los. Ich wollte gerade sagen, du kannst die Brille nach unten lassen. Ne? Okay, also der hat auf jeden Fall, was man merken kann, ist, dass der hier ziemlich dolle Rillen zwischen den verschiedenen, also das ist so ein bisschen aufgeteilt wie eine Torte. Der ist ziemlich schwer und auch. Wie du das erkannt hast mit verbundenen Augen, das. Und deshalb würde ich sagen, dass es ein Muskatkürbis ist. Okay, es ist. Der Muskatkürbis, richtig. Unfassbar. Hast du den Kürbis-Fanclub dabei? Ja. Ah, der Kürbis-Fanclub ist am Start, alles klar. Erster Punkt für Hannes. Sebastian. Erste Aufgabe für dich. Ja. Ich meine. Es hat schon was sehr Sinnliches wieder. Ist, ja, es ist. Ja. Das ist schwer, ja. Das ist nicht. Aber. Es ist auch nicht der Halloween. Der. Aber wir brauchen nur den Vornamen, ne? Ja, ich weiß. Ne? Ich weiß. Es ist der Orange? Nee. Der ist orange, ja. So ja. Viel. Aber er hat die Farbe schon mal ertastet, ja, oder? Ja. War nicht schlecht. Herrlich. Mir fällt der genaue Name nicht ein. Ich habe ihn im Kopf, aber ich kann ihn nicht mehr zuordnen. Wirklich nicht. Ja? Okay. Es ist der Cargo-Kürbis. Cargo, ja, wegen schwer, ne? Ja, ja. Also, kein Punkt für Sebastian. Und nächste Aufgabe für Hannes, Brille auf. Was man alles so mitnimmt aus so einer Sendung. Ach so, warte mal, ich muss. Das war jetzt blöd, weil ich habe jetzt keinen Platz geschaffen. Ich habe jetzt ausgetauscht. So, kannst du das? Ja, also der ist ziemlich huckelig, sage ich jetzt mal. Und der ist auf beiden Seiten so ein bisschen spitz und wird in der Mitte ziemlich doll. Da werden zwei in Frage kommen. Einmal der Sweet Fall, aber der ist nicht so huckelig. Deshalb würde ich sagen, es ist ein Blue Hubbard. Okay. Richtige Antwort. So, wir legen den mal zur Seite hier. Du kriegst auch noch einen. Das ist ein Traum. Komm, noch so ein großes. Muss ich, muss den hier. Ich wollte gerade sagen, das ist ja wie Workout, ne? Aber du bist ja sportlich. Ah, ich sag dir. So. Bitteschön. Wenn ich irgendwann mal nicht einschlafen kann, gucke ich mir einfach Videos an, wie du den Kürbis befummelst. Das hat sowas beruhigendes. Ist das Aladins Turban? War das die Antwort? Ja, Aladins Turban. Aber da fehlt so eine Buckeligkeit. Ich glaube, dann, das ist. Dann ist das wohl nicht. Nee, nee, nee. Da fehlt so eine Buckeligkeit. Der heißt irgendwas mit Crone. Ich sag mal Crone. Crone? Ja. Okay, dann setz mal die Brille ab.
Und es ist? Es ist? Petition. Es ist nicht Crown. Genau. Schade. Genau. Ja? So, Hannes, Brille auf. Keinen Punkt bisher für Sebastian. Kennst du den? Ja. So, Problem ist aber nur, bei Sitzen von 20 fühlen die sich auch noch 20 gleich an. Ja, also der ist eigentlich ziemlich einfach zu erraten, ja. weil der hier oben so, so eine Art Naden drauf hat. Aha. Das ist ein Cephaloplomo. Okay. Dann gucken wir. Und es ist Cephaloplomo. So, dritter Punkt. Sebastian, Brille auf. Ich gebe mir Mühe. Ja. Eins schaffst du. Eins schaffe ich, meinst du? Das ja, ist, würde hab, mich... Würde, der ist einfach. Der ist einfach? Ja. Hm? Wenn es mit Erfühlen nicht klappt, sonst vielleicht mal mit Lecken probieren. Das ist nicht der Zentner, weil dafür ist er, glaube ich, viel zu... Leicht. Viel zu leicht. Das ist nicht der Zentner. Es ist auch kein Hokkaido-Kürbis. Dafür hat er viel zu bauchige... Lamellen. Ich sag der Zentner. Ist ähnlich bauchig. Okay, es ist der Marvinia. Marvinia Kürbis. Ich kann ihn nicht mal aussprechen. Marvinia. Er ist asiatischer Herkunft. Der Marvinia Kürbis. Also, ich glaube. Alles klar. Ja. Ein eindeutiges Ergebnis. Ja, ein eindeutiges Ergebnis. Hannes gewinnt das Kürbis-Duell. Hannes, wir haben was Besonderes für dich. Schau hin, was du bekommst. Lieber Hannes, ich habe gehört, du bist im Januar mit deiner gesamten Familie bei einem EM-Spiel in Köln dabei. Eins kann ich dir garantieren, es gibt eine mega Stimmung, wahrscheinlich ein spannendes Spiel. Und ich hoffe, ihr tragt dazu bei mit eurer Unterstützung, dass wir am Ende einen Sieg unserer Handballjungs feiern können. Also, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Liebe Grüße, euer Uwe. Danke. Uwe Gensheimer, echte Handballlegende. Sehr gerne. Und ihr kriegt nicht nur Karten für die EM, sondern das Wochenende in Köln ja auch noch mit dazu. Also, da werdet ihr hoffentlich Spaß haben. Danke. Wenn ihr noch mehr coole Challenges sehen wollt, dann gibt's die hier in der Mediathek und hier gibt's das nächste Video. Also, abonniert den Kanal und denkt an die Glocke.